Guten Tag, meine lieben Judokas und aus der Judo-Schule. Ein herzliches Hallo an alle U10er, U12er und Anfänger, die heute mitmachen und auch an unsere Gäste. Das ist heute unser letztes Video für dieses Jahr. Ihr habt dann, ich glaube, insgesamt 13 Videos für eure Altersstufe und ihr habt jetzt 4 Wochen Zeit. Wir müssen ja wieder alle zumachen oder alles ist im Prinzip zu. Schule nicht, Kindergarten nicht und ihr könnt dann alle 13 Videos mal immer wieder durchmachen, ja, dass ihr das so ein bisschen drauf habt, bis wir dann wieder nächstes Jahr hoffentlich wieder Judo machen können. Ja, was braucht ihr heute? Ihr braucht heute was zu trinken, ihr braucht heute wieder eure Puppe und ihr braucht eure Fallhilfe, eure Fallunterlage, damit es nicht so hart ist. Und wir starten heute mit einem Kraft-Memory-Spiel. Ja, ich habe so Zettel. Memory kennt ihr sicher alle. Ich baue das nicht mehr mal auf, solange ihr euer Zeug holt. Mache auch die Kamera ein bisschen runter, dass ihr es ein bisschen besser seht. So. Also, da sind verschiedene Aufgaben drauf. Es gibt von jedem Kärtchen immer 2. Ja. Ich ziehe die Kärtchen. Und wenn ich 2 gleiche habe, fällt die Aufgabe weg. Müsst ihr sie nicht machen. Wenn ich die 2 Kärtchen gezogen habe, und die sind nicht gleich, müsste immer die erste Aufgabe von den Kärtchen machen. Also immer die erste Aufgabe, die ich ziehe, die müsst ihr machen. Okay? Es gibt sowas auch wie Freilos. Da müsst ihr gar nichts machen. Wenn ein Freilos ganz am Anfang ziehe, müsst ihr nichts machen. Wenn ich aber dann ein zweites Freilos ziehe, fallen die Freilose raus. Und so eine Freilose hat sie nicht drin. So, wir machen es ein bisschen. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Nicht, dass wir das zu lange machen. Also ich muss ein bisschen schauen, dass wir das hinkriegen von der Zeit her. Na? Jetzt komm. Lass mal raus hier. So. Gut. Okay, ich habe es eingestellt. Solange wir können. Und wir starten mit 100 Rückendips. Das ist ganz schön viel. Was haben wir hier? 25 Liegestütze. Also merken, ihr 25 Liegestütze, hier die 100 Rückendips. Wir müssen jetzt 100 Rückendips machen. Ihr legt ihr auf den Bauch. So, Arme und Beine sind in der Luft. Und jetzt müsst ihr 100 Mal hoch und runter gehen. Das ist das meiste von dieser Aufgabe. 100 Stück, das ist ganz schön viel. Aber kriegen wir hin. Fertig. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 6, 7, 8, 9, 10, 30. 8, 9, 30, 40. 50, Halbzeit. 60. 70. 80. 90. 100. Ja, gleich schon gut zum Warmmachen hier am Anfang. So, nehmen wir hier 30 Kniebeuge und 25 Kniebeuge. Also 30 Kniebeuge müssen wir zuerst machen. So, aufstehen. Ich gehe ein bisschen nach hinten, dann seht ihr es besser. Arme lang, Popo ganz runter, ja, so tief wie möglich. Fast ein Ei legen und dann wieder hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Gut. So. Nehmen wir das Kärtchen hier. Oh, wir haben ein Freilos. Also müssen nichts machen. Trotzdem decken wir eins auf. Oh, da die 100 Rückendips, die haben wir schon mal gehabt, glaube ich. Okay. Also Aufgabe fällt weg. Aber da lagen die 100 Rückendips. Die anderen lagen, wisst ihr noch wo? Ich glaube hier. Oh nein, 30 Kniebeuge. Aber ich weiß, wo die 30 Kniebeugen waren. Die waren da. Oh, 50 Rückendips. Mist. Also 30 Kniebeuge nochmal. Ich weiß jetzt, wo die 30 Kniebeugen waren. Also nochmal 30 Kniebeuge. Fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, puh, 5 Stück noch. 2, 3, 4, 5. Oh. Jetzt nochmal, 30 Kniebeugen. Die machen wir jetzt weg. Da 30 Kniebeuge und hier 30 Kniebeuge. Gut, die sind weg. Sehr gut. Dann machen wir weiter. Was haben wir hier? Freilos. Gucken wir mal diese Karte an. 20 Kniebeuge. Ich glaube, ich weiß, wo die 20 Kniebeuge. Wir müssen nichts machen, weil die erste Karte ein Freilos war. Hier waren die 20. Oh ne, 25 Kniebeuge. Mist. Schon wieder. Und 25 Sit-Ups. Okay, machen 25 Kniebeuge. Oh, jetzt haben wir 105 Kniebeuge. Junge, Junge. Nehmen wir ganz schön fette Beine. So, fertig. Dreh mich mal um. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Puh! Also ich habe Sit-Ups da unten. Okay, nehmen wir die hier. Nein, 40 Mal Kiste wegschieben. 20 Mal Kiste wegschieben. Also müssen 40 Mal Kiste wegschieben. Seid ihr bereit? Wenn ihr mal könnt, dürft ihr ein bisschen mogeln. Aber erst wenn ihr nicht mehr könnt, dann dürft ihr hier so ein bisschen wippen. Okay? Ansonsten die Füße im unten lassen, Hände an die Kiste. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
Halbzeit. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins, die letzten zehn, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh, bisher nur 1-1 draußen. So ein Mist. Okay. Wir haben ein Freilos. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Ein Freilos. Was haben wir hier? 20 Kniebeuge. Okay, müssen nichts machen. Die 20 Kniebeuge waren, glaube ich, da. Okay, wir probieren es. Nein! 100 Rückendips. Du Dackel. Okay, gucken wir, was hier ist. 20 Sit-Ups. Okay, wir müssen nochmal 100 Rückendips machen. Dann nochmal auf den Bauch legen. Und jetzt 100 Mal hoch und runter. Fertig. Und 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14, 16, 18, 19, 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20 Sit-Ups waren da oben. Die 20 Sit-Ups waren auch hier. Oh, 25 Sit-Ups. Okay, 25 Sit-Ups haben wir hier. Was waren das hier? 40. Oh, 14 mal Kiste wegschieben. Okay, also 25 mal Kiste wegschieben müssen wir. Muss man merken, was das ist. Da. Okay, fertig und los geht's. 25 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 25. Auf, rein, los. Was haben wir noch gehabt? 50 Rückendips. Okay. Also. Nein, doch. 40 Sit-Ups. Hier war es andere 40, ja? Ich glaube, hier war es andere 40. Jawohl. Müssen wir nicht machen. Ist weg. Höchste Anzahl von Kiste wegschieben ist weg. Sehr gut. Dann gucken wir hier. 20 Kniebeuge. Das haben wir schon mal gehabt. 20 Kniebeuge haben wir schon mal gehabt. Oh, 50 mal Rückendips. 20 Kniebeuge müssen wir machen. Los geht's. Könnt ihr anfangen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Also die Verkettung waren die 20 Kniebeugen. Ah, 20 Sit-Ups. 20 mal Kiste wegschieben. Yeah!
20 Mal Kiste wegschieben ist weg. Sehr gut. So, was haben wir noch? Auf 25. Was haben wir jetzt gehabt? 25. Das war das hier. Jawohl, 25 auch weg. Oh, die Liegestütze hatten wir noch nicht. Oh Mann. Guck mal hier. 20 Liegestütze. Schauen wir das hier aus. Jawohl, lagen nebeneinander. Glück gehabt. Liegestütze sind weg. Huhuhu, jetzt läuft's aber. 25 Kniebeuge. Ah, das haben wir schon gehabt. Wo war das? Kommt, helft mir, wo war's? Da? Da, gell? Nein, 50 Rückendips. Okay, müssen 25 Kniebeuge machen. Mist. Und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Okay. Ah, habe ich wieder vergessen, wo ich war. 100 Rückendips. Haben wir schon gehabt, hey. 35 Kniebeuge, so ein Mist. Nochmal 100 Stück. Kack. Los geht's. Sagen Sie mal, die anstrengend, gell? Muss auf die Uhrzeit gucken. Wer hat den Glück? Ah, ne, schaffen wir noch. Kriegen wir noch hin hier. Kriegen wir noch hin. So, fertig und los geht's. 1, 2, 3, 4. 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay, dann frei los. Wir haben 25 Kniebeuge. Die 25 Kniebeuge haben wir doch schon. Mann, verdammt. Guck mal. Freilos, oh. 35 Kniebeuge. Okay, ich glaube, ich weiß, wo sie waren. 25 Kniebeuge. Oh, wo habe ich jetzt gehabt? Jawohl. Ja, ist einfach alles zu merken. Wir schaffen nicht alle wegzumachen. Da bin ich leider zu schlecht dafür, habe ich gerade gemerkt. Puh. Komm hier nochmal. 35 Kniebeuge. Ich glaube, das waren die hier. Nein, 50 Rückendips. Oh, ich will nochmal Kniebeuge. Oh Mann. Los geht's. Letzte Übung. 35 Kniebeuge. Ich habe schon ganz heiße Beine. Fertig und los geht's. 1, 2, das ist die Höchstzahl. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, halbe Halbzeit, 19, 20 noch 15. 2,
noch 10, 6, 7, 10 auf 5. Ich glaube, jetzt haben wir fast 200 Kniebeugen gemacht. So, ich stelle wieder den Ding ein bisschen höher. Die Kamera ein bisschen höher. Wir können was trinken gehen. Ich räume kurz zusammen. Ich habe leider mir nicht so bemerken können. Aber ich bin gut warm. Deshalb denke ich mal, euch wird es auch so gehen. Dass ihr gut warm seid. Keine Angst, dürft ihr drauf freuen. Machen wir auch wieder im Training diese Aufgaben. Spielen wir das Spiel auch mal. So, dann dürft ihr eure Fallunterlage holen. Eure Fallhilfe. In der Zwischenzeit dürfen ja auch schon die Anfänger die Judo-Rolle ganz gut können. Ja, wenn ihr das eifrig mitgemacht habt hier. Da. Also, wir machen schnell alles durch. Ja, und zwar genau in der Reihenfolge, wie ich es euch jetzt vormache. Ja, ihr könnt es von den Zeiten machen, wie es euch am liebsten ist. Ist mir egal. Aber so in der Reihenfolge, wir fangen an mit Rückwärtsfallen. Ich zeige es von der Seite nochmal. Kopf runter, tief gehen, fallen. Dann seitwärts auf die eine Seite. Für die Anfänger, wer es nicht so gut kann, ein Bein auf die Fallhilfe. Das Bein schiebt ihr runter. Dann geht ihr tief und fallt auf die Fallhilfe. Zack. So liegen, kurz alle Muskeln anspannen. Ja. Andere Seite. Runter hier schieben, tief gehen. Seitwärts fallen. Das müsst ihr aber die Brücken vorzeigen, rückwärts und seitwärts. Und kommt noch die Judo-Rolle vorwärts. Ein Bein auf die Fallhilfe. Stütze. Rad. Kopf nach hinten. Und nach vorne rollen und stehen. Und dann wieder mit rückwärts anfangen. 1,5 Minuten Zeit dafür. Fertig. Und los geht's. Immer rückwärts. Zuerst fallen, ich mache es ganz langsam vor, dass die noch unsicher sind, gut mitkommen. Also, Kopf runter, tief gehen, fallen. Auf die Fallhilfe, runterschieben, tief fallen. Andere Seite. Und die Judo-Rolle. Ab gelb wird, rechts und links bitte die Judo-Rolle, ja? Einmal zur einen, einmal zur anderen Seite. Nicht nur zu eurer Lieblingsseite. Die werden im Judo immer beidseitig geworfen auch. Seid mit dabei, das können. Noch 30 Sekunden. Noch 20. Komm, das schafft noch mal 3 Runden. Bei 20 Stück schafft ihr noch mal 3. Rückwärts, seitwärts, seitwärts, vorwärts. Und stopp. Sehr gut. So, die Fallhilfe. Lassen wir mal da. Denn heute machen wir unsere 6 Hauptwürfe mal mit Mitfallen. Ja? Da ist immer, bei unseren 6 Hauptwürfen, immer eine Judo-Rolle vorwärts. Mal rechts, mal links rum. Ja? Wir fangen an mit dem Mokoshi.
Ja, für die Anfänger wird das jetzt wieder ein bisschen schwierig. Immer dran denken, ihr habt hier ein Video, das könnt ihr euch immer wieder anschauen. Ja? Das könnt ihr euch immer wieder angucken. Spult vor, spult zurück. Ihr könnt es auch auf YouTube, könnt das euch auch langsamer in Zeitlupe anschauen. Ja, da gibt es so ein Ding unten rechts unten bei Einstellungen. Da seht ihr dann, ich glaube, Geschwindigkeit steht Standard immer dran. Da könnt ihr es schneller oder langsamer machen. Ja? So, denkt an die zwei Schritte. Immer sauber eintreten. Eins, zwei. Was muss man noch davor machen? Habe ich jetzt verpennt? Anreißen. Ja, also. Partner hier, zack, hochreißen. Auf die Uhr schauen. Jetzt kommt. Eins, zwei. Tief, hoch. Jetzt habt ihr einen Partner oben. Und jetzt macht ihr eine Judo-Rolle über den Arm, der hinten auf dem Rücken ist. So. Rollt ihr mit eurem Partner nach vorne. Ihr holt jetzt aktiv, richtet die Hand hier, die hier ist. Holt ihr sofort, holt ihr im Prinzip Schwung für die Judo-Rolle. Ich zeige es nochmal. So dürft ihr aber in den Wettkampf werfen. Ja? Dürft ihr packen und volle Pulle hinballern und auch gleich festhalten. Ja, wir machen jetzt aber eine saubere Judo-Rolle mit der Puppe. Nicht nur so eine Gurke. Also, anreißen. Denkt dran, hier überm Gürtel. Beim Goshi macht Judo zu seine Falte, da fasst ihr rein. Anreißen. Eins, zwei. Tief. Hoch. Und jetzt macht ihr über den rechten, also bei mir ist jetzt der rechte Arm auf dem Rücken, eine Judo-Rolle. Kopf geht nach hinten. Ihr zieht am Arm. Und jetzt rollt ihr mit der Puppe, zack, so nach vorne. Okay, das machen wir jetzt mit allen sechs Würfen so. Ja? Also, erster Wurf von Goshi. Eine Minute Zeit für Goshi. Heute ist Bodenprogramm ein bisschen knapp. Los geht's. Aber das möchte ich mit euch noch durchmachen, weil das könnt ihr super mit der Puppe und mit eurer Fallhilfe üben. Ja? Müsst ihr halt, wenn ihr jetzt nur eine Decke hattet oder so, müsst ihr halt ein bisschen was Dickeres hinmachen. Könnt ihr auch ein Couchpolster hinmachen oder so oder ein paar Kissen hinlegen. Geht genauso. Ja? Also anreißen. Eins, zwei. Und jetzt Zug am Arm, Kopf nach hinten und dann über die Schulter eine Judo-Rolle machen. Mit der Puppe zusammen. Fünfzehn Sekunden. Einmal jeder. Mindestens noch. Und stopp. Gut. Der zweite Wurf. Jetzt gehen wir, ich zeige es mal so seitlich, hier unten weg und wir gehen in den zweiten Stock hoch. Das heißt, geht die Hand ans Revers. Und wir werfen Morote Seonage. Bei Morote Seonage ist das nicht ganz so geschickt, aber es geht auch. So, Partner anreißen. Zwei Schritte machen. Eins, zwei. Der ist oben drauf, er geht tief. Und jetzt zieht ihr hier im Arm, Kopf geschaut nach hinten an die Wand. Und ihr rollt wieder über die Schulter nach vorne. Lasst ihn nicht los dabei. Zeig's nochmal langsam. Wer schon kann, kann natürlich schon machen. Ja, wie gesagt, dann dürft ihr auch bei einem Wettkampf werfen. Morotte Seelenage. Tief, Zug am Arm, Kopf geht nach hinten und ich rolle über die Schulter hier nach vorne, sodass der Kopf nicht den Boden berührt. Jetzt keine Fallhilfe. Da wirft die Würfe einfach nochmal aus dem Stand. Eine Minute Zeit und los geht's. Also wer keine Fallhilfe hat, wer keine Matratze, keinen weichen Boden hat, die Würfe einfach aus dem Stand werfen. Ich werde immer wieder kurz Zeit nehmen, um euren Partner zu binden hier.
Denkt dran, der Kopf darf nicht den Boden berühren. Der Kopf schaut nach hinten. Wenn ihr so dran steht und ich mich jetzt drehe, schaue ich in meinen Augen die rote Wand da hinten an. Und dann rolle ich über die Schulter hier beim roten Zehennagel nach vorne und der Kopf berührt nicht den Boden. Für die Anfänger sicher eine sehr schwierige Übung. Wir haben ja aber auch U12 dabei. Für die muss das flutschen. Gut, stopp. Okay, wir gehen hoch in den dritten Stock. Das heißt, die Bahn ist bei Ogoshi hier unten. Wir waren bei Seonage am Revers. Jetzt gehen wir oben drüber zu Koshikurume und auch hier wieder richtig reinkrallen euch in den Judo-Anzug. Ja? Dasselbe wieder, ich zeige es jetzt nur einmal vor. Anreißen, dann eure 1-2 Schritte ausheben, Zug im Arm, Kopf nach hinten und mit dem Partner nicht loslassen, sondern mit der Puppe nach vorne rollen. Als wenn ein Rucksack hinten drauf ist und mit der rollt ihr nach vorne. Gleich loslegen. Nichts anderes wie beim anderen Würfen. Eine Minute wieder Zeit. Da, oben drüber packen. 1-2 tief. Zug. Bam, durchrollen. Ja. Geht seine Frisur durcheinander bei meiner Puppe. Mal zum Friseur gehen. Oh, die haben wir gerade geschlossen. Mist. Ja. Auf 20 Sekunden kommt der Schaffner nochmal mindestens 2 Würfe. Gut. Perfekt. Puppe kurz richten. Auch was trinken, wenn ihr wollt. Und wir kommen zur Schlangentechnik. Wir sagen wie Kung Fu, ja, Schlangentechnik. Also wir drehen diesmal aus demselben Griff. Also eine in den Revers, eine in den Arme. Drehen wir in die andere Richtung ein. Diesmal hält aber immer das Revers fest. Warum Schlangentechnik, zeige ich euch gleich nochmal beim Ogoshi. Ich glaube, so langsam müsste es fertig sein. Ich zeige es mal so rum. Ah, nee, so. Wir greifen wieder gleich. Unser Standardgriff, Arme Revers. Jetzt warum Schlangentechnik? Weil ich diesmal halte ich das Revers fest und ich lasse den Arm los. Dann schlängle ich mich hier um den Arm hier unten durch. Das ist unsere Schlangentechnik. Und mit der anderen halte ich das Revers fest. Ja, vorher habe ich den Arm gehabt, jetzt halte ich das Revers fest. Also dasselbe Seite greift genau gleich, da wo ihr vorher die Hand bewegt habt hier. Die bleibt diesmal am Revers. Die Anklang geht um den Rücken. 1-2 tief. Hochkatapultieren. Kopf nach hinten, Zug am Revers. Und zack, wieder durchrollen. Über die Schulter nach vorne rollen. Könnt ihr anfangen? Ogoshi. Unser Schlangen-Ogoshi als erstes. Los geht's. Zeig's nochmal. Also Revers. Ich schlänge den Arm hier so rum. 1-2 tief. Kopf wieder nach hinten. Über die Schulter nach hinten schauen. Zug am Revers und über den Arm mit der Puppe zusammen nach vorne rollen. Das wäre super, wenn ihr alle 6 Würfe bis nach den Ferien drin habt. Dass wir nicht wieder bei Null anfangen müssen, sondern dass sie wenigstens diese 6 Würfe eigentlich dann perfekt können. Und dann können wir darauf dann weitere Tricks machen aus diesen Würfen. Und wir können uns auch dann mal auf Fußwürfe ein bisschen mehr Acht geben. Gut, stopp. So, zweiter Stock.
ist jetzt die Pensionage. Bitte wer? Arm loslassen, nicht um den Rücken rumschlängeln, nicht so. Sondern diesmal schlängelt der Arm sich hier unten durch. Und dann mache ich hier das Schloss zu. Ja, ich sage dann immer hier, Schlüssel rein, Schloss zu. Okay, ihr seid dann so dran. Für die Anfänger nochmal genau gezeigt, die 12 Uhr, für die sind ja schon alle gut. Trotzdem muss ich immer noch ein bisschen genau zeigen. Also, erster Schritt, Schlüssel rein, Schloss zu. Zweiter Schritt, tief, hoch, nach hinten gucken. Und jetzt hier die Schulter nach vorne holen, Kopf nach hinten, ziehen am Revers und mit der Puppe nach vorne rollen. Los geht's, ich kann schon anfangen. Ich zeige es aber nochmal. Weil der Wurf ein bisschen anders ist als der Marotte-Sirnagel. Also, anreißen, Schlüssel rein, Schloss zu, Schritt vor, zweiter Schritt. Tief gehen. Hochkatapultieren. Kopf geht nach hinten, Schulter kommt nach vorne. Zack, durchrollen. Ihr dürft das gerne so langsam machen wie ich. Wenn ihr es dann könnt und es ein paar Mal gemacht habt, könnt ihr mal so richtig hinballern, wenn es geht. Ich weiß ja nie, wie es bei euch daheim aussieht und was ihr für Voraussetzungen habt. Aber ihr könnt das alles schaffen. Wie gesagt, das ist eine Matratze von meiner Tochter, von der Coco. Die haben wir aussortiert und auf der machen wir das gerade. Da könnt ihr das super drauf machen. Ihr könnt also eure Bettmatratze rausholen. Wohnzimmer ein bisschen also auf die Seite räumen und dann zack hinstellen. Gut. Letzter dieser Würfe. Schlangenkoshiguruma. So. Wieder bei der festhalten. Wir waren jetzt hier zuerst im ersten Stock, zweiter Stock, dritter Stock. Geht wieder hier oben drüber. Und wieder reinfassen. In den Judo-Anzug. Über den Gürtel reinfassen. So. Eins, zwei Schritte tief. Hoch katapultieren. Kopf nach hinten. Zug am Gewehr. Und Schulter nach vorne rollen. Und dann nach vorne rollen. Ja. Judo-Rolle mit Partner. Los geht's. Wieder eine Minute Zeit. Jawohl, perfekt. Zeig's nochmal. So, Revers. Oben drüber. Auf den Rücken fassen. Eins, zwei, tief. Hochkatapultieren. Kopf nach hinten. Bam. Und nach vorne rollen. Habt noch 20 Sekunden. Das heißt noch dreimal. Muss hier ein bisschen was trinken, wenn ich so viel rede. Komme ich immer in trockenen Hals hin, weil hier gerade ja nichts los ist. Trockene Luft hier. Kein Schweiß in der Luft. Und stopp. Super. Sehr gut. Jetzt haben wir fast alles durch, was ich mit euch machen wollte. Jetzt am Schluss noch möchte ich euch einen Trick zeigen, wie ihr einen besser werfen könnt. Wenn der zum Beispiel euch überholt, wenn der ausweicht, ja, und ihr nicht werfen könnt, dann könnt ihr beim zweiten Wurf einen kleinen Trick anwenden, dass der dann vielleicht doch drüber fällt. Das könnt ihr bei allen sechs unserer Hauptwürfe machen. Ich zeige es mit Ogoshi. Ihr könnt das aber auch mit, ich zeige es auch mit Sionage mal, dass ihr seht, was das für ein Trick ist. Also. Wenn ich jetzt so eindrehe, Leblet, mein Partner, das habt ihr alle schon gemerkt, wenn ihr Randori macht, nicht so stehen, sondern der läuft an mir vorbei. Und stellt sich da vorne hin, der möchte sich ja nicht werfen lassen. Okay? Außer ich mache einen richtig, richtig guten Ogoshi, dann funktioniert das auch. Am Anfang ist das ein bisschen schwierig. So, jetzt könnt ihr, damit er nicht so einfach an euch vorbeilauft, könnt ihr eindrehen und statt so zu stehen, macht ihr
Einen ganz langen Schritt raus. So. Eine Stolperstange nächstes Jahr. Und dann können wir drüber knallen. Ja, das können wir bei allen Techniken machen. Zeig's mal bei Ponzi und Nagel. Hier haben wir wer? Schlüssel rein, Schloss zu. Da müssen wir drei Schritte machen. Eins, zwei, Bein raus. Ja? Könnt ihr bei allen sechs Techniken anwenden. Das Ding. Ich mache jetzt mal hier unsere Fallhilfe weg. Und ihr macht jetzt folgende Übung. Ihr dürft euch einen von diesen sechs Würfen aussuchen. Den ihr am liebsten könnt. So als Tipp. Die Seonages sind die meistgemachtesten Würfe im Judo. Die solltet ihr können. Morotte und die Ponzionag. Die sind ganz wichtig. Ja? Also könntest du den üben, dürft aber gerne Ogoshi oder dritter Stock Kochi Kuma werfen. Ja, ich mache es, weil jetzt kein Gürtel hat, mache ich es jetzt um den Rücken rum. Wem seine Puppe kein Judo-Anzug anhat, der kann nur den hier oder den hier machen. Ja? Da geht es hier schwierig. Könnt ihr nicht am Revers fassen. Außer ihr habt ein T-Shirt an, dann geht es auch. Wenn ihr ein T-Shirt packt, geht es hier auch hier. So. Und so. Dann geht das auch. Also ein bisschen was zu anziehen, dann könnt ihr aus den Nagel werfen. So, ich mache jetzt mit dem Ogoshi das Ganze. Wir spielen jetzt ein kleines Randori. Ich kämpfe mit dem hier und jetzt drehe ich plötzlich ein. Schwupps. Der weicht aus. Ich drehe sofort nochmal ein. Oh, na, muss ich noch machen. Zack, zack. Ich drehe Ogoshi ein, der reicht aus, will es nicht werfen lassen und ich mache sofort hinterher. Nochmal meine zwei Schritte. Eins, aber dies mit Stolperstange. Zwei, sodass er nicht ausweichen kann und dann falle ich ihn drüber. Ja? Also sucht euch jetzt einen Wurf aus von denen und dann machen wir eine Kombination, heißt das. Also wir fügen zwei Würfe zusammen. Ihr macht zuerst unsere Haupttechnik, Puppe weicht aus und dann stellt ihr die Stolperstange rein. Ganz langes Bein machen. Ja, so weit wie möglich. Kein Spagat, sondern so. Das Bein, wo drüber steht, das muss am weitesten raus. So, ich zeige es nochmal. Machst du mal eine Ziernagel? Packe ich hier am Revers, mal am T-Shirt, also seht es genau im T-Shirt. Also hier, zack, die Ponzionage, der weicht aus. Jetzt zeige ich es von hinten. Nochmal Schritt, Bein ganz weit raus. Bam, die Ponzionage drüber. Ja? Eine Minute Zeit dafür, mit eurem Lieblingswurf. Und los geht's. Erst normal eindrehen, das ist eure Lieblingstechnik eindrehen. Und dann kommt die Stolpersteine. Schon das könnt ihr üben, dann habt ihr unsere sechs Hauptwürfe plus die Stolperstange bei jedem Wurf mit dazu sind schon mal 12 Würfe. Plus, sage ich mal, für einen Gelbgurt noch, wenn der schon Fußwurf Ojigari gemacht hat und ein Gelb-Orange-Gurt, der hat noch Kojigari oder Kosurigaki gemacht, dann habt ihr schon locker mal die Orange-Gurte. Die schon länger dabei sind, müssen locker über 20 Würfe haben, die üben können. Das machen wir dann richtig mit Partner, wenn wir die hier trainieren dürfen, machen wir als richtig mit Partner, habt ihr so ein bisschen als Judo verstanden. Aktion, Reaktion und dann balle ich ihn hin. So, jetzt brauchen wir wieder die Fallhilfe ein bisschen, denn wir machen jetzt Werfen und Festhalten gleichzeitig. Ich glaube, wir haben das schon gemacht. Ich habe mal aber jetzt, ich glaube, das ist schon ein bisschen her, aber ich glaube, wir haben das schon mal gemacht. Mit der Judo-Rolle zusammen machen wir das. So, ich nehme die Fallhilfe oder ich tue die weg oder nicht. Ihr braucht nur eine, aber ihr könnt die wiederholen. So, wir werfen jetzt unsere sechs Hauptwürfe durch. Ihr fangt an mit Ogoshi. Machen immer nach Zeit. Ja?
Ihr habt immer 20 Sekunden Zeit für einen Wurf. In 20 Sekunden solltet ihr die ganze Sache zweimal gemacht haben. 10 Sekunden pro Wurf und Haltegriff. So, ich fange an mit dem normalen Ogoshi. Zeige, was ich will von euch. Ihr dreht ein wie vorher. Geht tief. Werft ihn jetzt hier nach vorne. Richtig nach vorne. Die Schulter rollt mit und ihr landet auf ihm drauf. In einem Haltegriff. Keine Rolle über Rolle. Es geht nur darum, die Schulter nach vorne zu holen und ihn gleich festzuhalten. Werfen, festhalten. Und es ist immer ein Kesegatame, was wir jetzt machen. Ihr landet immer im Kesegatame. Zeige ich es mal in Korotte-Seonage. Zack. Dreh mich ein bisschen, das sieht besser aus. So. Werfen, festhalten. Das kleine Rolle machen. Schon im Haltegriff landen. 20 Sekunden pro Wurf. Zweimal jeden Wurf. Wir fangen an mit dem normalen Ogoshi. Und los geht's. Ich gebe es euch jetzt immer vor, was ihr machen müsst. Als normaler Ogoshi. Noch 10 Sekunden. Und stopp. So, wir gehen einen Stock höher, ans Revers. Und wir machen Morote Sionage. Und los geht's. Morote Sionage mit Kesegatame. Mindestens zweimal in 20 Sekunden. Wer es dreimal schafft oder mehrmals durch Weltklasse, für die Anfänger zweimal soll ihr es hinkriegen. Gut, und stopp. Letzter Wurf auf der Seite, ihr greift oben drüber. Ja, also dritter Stock, Koshi-Gruma-Griff. Und dasselbe da. Eindrehen, nach vorne rollen und festhalten. Denkt dran, nicht überrollen wie vorher, wo wir die Judo-Rolle gemacht haben. Zunächst nach vorne holen und dann gleich festhalten. 10 Sekunden noch. Könnt ihr auch richtig drauffallen auf die Puppe. Der macht nicht. Das ist kein Partner, der Aua-Aua bekommt. Gut. So, jetzt gehen wir zur Schlangentechnik. Schlangentechnik, selber Griff, aber unter Standardgriff Arme Revers. Und dann lasst immer den Arm los. Wir fangen an mit dem Schlangen-Ogoshi. Untenrum auf die Hüfte und los geht's. Schlangen-Ogoshi werfen und dann Kesegatame festhalten. Also die Hände nicht verändern. Lasst die ruhig so, wie sie sind. Revers und hinten auf dem Rücken. Der Partner liegt dann auf eurem Arm drauf. Gut, stopp. Jetzt machen wir den Nippon-Seonage. Ärmel loslassen. Schlängelt unten rein. Schlüssel rein. Schloss zu. Und los geht's. Nach danach, ihr bleibt dann auf der einen Seite so liegen. Ja, so bleibt ihr liegen, aber richtig mit dem Oberkörper auf euren Partner drauf. Ja, richtig auf die Brust, nicht so liegen. Okay, jetzt zeig's mal von hinten. So. Also richtig auf ihn draufliegen, auf der Brust draufliegen. Okay. Gut. Dritter Stock. Ganz oben rum. Koshigruma hochfassen. Und wir werfen Koshigruma noch mit festhalten. Zweimal nochmal mindestens. Noch 10 Sekunden. Und stopp. Sehr gut. So. Wir können die Puppe wegmachen. Wir machen mit unseren Abschlussübungen. Ihr kennt die ja schon alle. Ja, Beine lang. Wir gehen nach vorne. An unsere Zehen fest, Knie richtig runterpressen. Gut, Fußsohlen zusammen, so nah wie möglich. So, Hose ein bisschen hochrutschen, dann geht es ein bisschen näher. Hier runterpressen. Genau, mit Ellbogen hier drücken. Ah, geht euch bei mir, ja?
Sehr gut. Lockern, Ferse anfassen, das Bein lang machen mit der freien Hand, Knie drücken. Das Bein ranholen, Fuß zur Brust. Spannung hier. Mein kaputter Fuß geht nicht so gut. So. Und Stinkefuß. Seite wechseln. Wegdrücken wieder. Fuß zur Brust. Spannung hier. Stinkefuß. Nach hinten rollen. In den Kopf mit den Zehen den Boden berühren. Schön hoch mit dem Popo. Das war ein Kampf. Gut, können wir nach vorne kommen? Macht es ruhig immer so lang es geht. Das ist eine ganz wichtige Übung. Auf eure Wirbelsäule, für die Beweglichkeit der Wirbelsäule. Das nach hinten rollen ist eine ganz, ganz wichtige Übung. Okay, Hände zusammen in den Kopf, Kinn auf die Brust. Gut, einmal in den Kopf, letzte Übung, hin Ellbogen und dann Ellbogen in den Kopf ziehen. Spannend auch ein bisschen, hab ich zu viel Randori gemacht mit einem Kumpel von mir. Oh. Seite wechseln. Gut, und zum Abschluss noch die Gefangenenübung. Auf dem Bauch liegen. Da bin ich ein bisschen steif heute an der Schulter. Ich guck mal, ob es geht. Also, ohne Hände aufstehen. Ich habe mich gefangen, gefesselt, in meinen Keller gelegt. Und ihr müsst ohne Hände aufstehen. Also. Jetzt. Übel Popo nach unten. Ah! Ging gerade noch mit dem Bein durch. Und mit den Zähnen die Fesseln lösen. Und ihr seid befreit. So, das war unser letztes Training für dieses Jahr. Ich freue mich übrigens, dass sich einige hier für die Prüfung angemeldet haben, die wir machen. Voll toll. Ist auch ein neuer Versuch für mich. Übt das Ganze nochmal. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr ja gerne fragen. Und ansonsten wünsche ich euch ein, so gut es geht, schönes Weihnachten. Ein guten Rutsch ins neue Jahr, diesmal ohne Böller. Wir dürfen ja nichts kaufen, außer ihr habt noch ein paar Altlasten bei euch im Keller irgendwo rumliegen. Aber diesmal geht es ohne Geböller, leider. Ich bin ja auch einer, der gern böllert. Dann sehen wir uns hoffentlich mal endlich wieder live hier. Nächstes Jahr hier im Training. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. In 4 Wochen sehen wir uns wieder. Macht alle Videos nochmal durch. Wie gesagt, 13 Videos, sind fast 100 Videos jetzt hier drauf. Ihr könnt noch mal in die anderen reingucken, könnt mal als Erwachsenenvideo mitmachen oder macht mal das Fallschulvideo mit oder das Rangelraufen-Video oder sowas. Das macht auch Spaß manchmal. Ist vielleicht körperlich nicht so anstrengend, aber Spaß macht's und ihr bewegt euch ein bisschen, was wichtig ist. Und dann kommt nicht nach den Ferien so an, mit so einem dicken Bauch und könnt euch nicht mehr bewegen, wisst nicht, wo rechts und wo links ist und sowas. Das habe ich dann nicht so gern, wenn ich bei euch bei Null anfange. So, das war's für dieses Jahr. War ein hartes Jahr für uns. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Tschüss, ciao, bye bye.